nämlich Journalismus ist Teil der Kontrolle der Regierung. Da die Regierenden, die sollen machen, klar. Und auf der anderen Seite die Opposition soll kontrollieren und die Medien sollen kontrollieren. Und die zweite Seite ist, würde ich sagen, dass ich von Menschen auch warte, von der öffentlichen Hand, von Ministerien zum Beispiel, dass sie stärker auch auf diese Kommunikationsplattformen setzen, die junge Menschen auch verwenden. Die Stilfrage. Was vom neuen politischen Stil geblieben ist. Pressekonferenzen, Chatverläufe, Emojis. 1 Million Euro pro Woche für Inserate und PR. Jannik Schetti und Helmut Brandstätter über junge, alte und ganz alte Politikstile und die Frage, wie die Regierung Medien und Informationen für ihre Zwecke nutzt. Die Stilfrage. Ja, Helmut, wir diskutieren ja heute den Informations- und Kommunikationsstil der Bundesregierung. Und wenn wir darüber sprechen, über Inserate und alles, was damit zusammenhängt, da stellen sich viele junge Menschen ja die Frage, was sind Inserate eigentlich? Oder wissen schon, was Inserate sind, aber das ist irgendwie so weit weg, weil Print konsumieren eigentlich viele junge Menschen gar nicht mehr. Wie schaut das bei dir aus? Ich nehme schon an, dass du als ehemaliger Journalist viel Print konsumierst. Wie schaut denn dein Medienverhalten oder dein Nutzungsverhalten so aus? Also ich glaube, wir sind ein gutes Team, weil du bist der jüngste Abgeordnete und ich bin ein Nachwuchspolitiker. Ja? In dem Sinn können wir, glaube ich, da frischen Wind hereinbringen. Und natürlich habe ich viel Medienerfahrung, aber ich glaube, ich verhalte mich schon sehr wie ein Junge in diesem Fall. Ich folge auf Twitter nicht nur denen, die mir alles Gute wünschen und denen, die mich kritisieren, sondern auch sehr vielen internationalen Medien. Und wenn ich da in der Früh ein bisschen durchcheck, bekomme ich wahnsinnig viel Information und auch am Abend und manchmal ist es sogar schwierig, das zu verarbeiten. Das halte ich eigentlich für eines der größten Probleme, wie das junge Leute verarbeiten können. Und ich glaube, das muss man sich erarbeiten, nämlich indem man sich vornimmt, einzelne Themen dann durchaus im Internet recherchiert und nachschaut, um das zu verstehen. Und manchmal sehr wohl noch auch Print, also eine Zeitung in die Hand nimmt. Ich nehme noch immer sehr gerne am Donnerstag die Zeit in die Hand, also große deutsche Wochenzeitung oder am Wochenende den Spiegel. Manchmal auch österreichische Zeitungen, weil auch die Kombination von Bild und Wort kann auch sehr viel vermitteln. Und all das Lesen und in sich aufnehmen ist natürlich lehrreich. Und wie magst du das? Zeitung gibt es noch oder gar nicht mehr? Na, Zeitung gibt es schon, ja. Aber eigentlich fast nur mehr online. Ich habe auch gerade überlegt, also ich hab die Presse am Sonntag abonniert, weil ich komme sonst nicht dazu, ich weiß nicht. Also das ist, glaube ich, so eine Routinesache auch. Und so wie, glaube ich, ganz viele in meiner Generation vor allem Standard und Presse und natürlich schon auch andere Zeitungen halt auf den Online-Plattformen. Aber ich glaube, ganz viele junge Menschen, denen geht das gleich. Also für die ist eine Printzeitung in der Hand haben ja wirklich ein Fremdwort, was ja nicht heißt, dass sie nicht Nachrichten konsumieren. Und ich glaube, da ist auch das große Problem, dass, wenn wir dann auch über Inserate und so weiter sprechen, dass die ja auch junge Menschen gar nicht mehr adressieren. Also viele junge Menschen konsumieren eben über die sozialen Medien, über Twitter, aber Instagram, TikTok würde ich es vor allem nennen. Und da ist die Politik ja überhaupt nicht präsent. Also wenn man schon Inseraten unterstellt, dass sie informieren wollen und dass sie Menschen erreichen wollen, dann erreichen sie junge Menschen auf jeden Fall nicht. Ich möchte zu den Inseraten gleich was sagen, aber vorher noch zur Frage, ich glaube, dass eigentlich, wenn man die Information will, ist gar nicht so wichtig, nimmt man die Zeitung in die Hand oder liest man es online. Wesentlich ist, dass, glaube ich, auch junge Leute lernen sollten, dass Journalismus etwas sehr Wertvolles sein kann und auch etwas, was Geld kostet. Also niemand würde erwarten, dass er ins Fitnesscenter geht und dafür nicht bezahlt, sondern man muss dafür bezahlen, so wie man für Waren bezahlt oder eben für Dienstleistungen, dass man den Trainer bezahlt. Und deswegen muss man natürlich die Journalisten bezahlen. Und da kommt man natürlich zu den Inseraten, nämlich die Frage, wer bezahlt sie? Bezahlen sie die Leserin und der Leser und sagen, ich möchte von dir gescheite Artikel, ich möchte aber auch unabhängig, ich möchte, dass du die richtigen Fragen stellst. Und so wie einer meiner Lehrer, Hugo Portisch, immer gesagt hat, versuchst die Wahrheit zu finden. Wenn du sagst, ich habe die Wahrheit, dann bist du eh schon am falschen Weg. Du musst sie immer suchen, du musst versuchen, sie zu finden. Und wenn du aber jetzt, und sind wir bei den Inseraten, wenn die Regierung kommt und sagt, Moment, vergiss das mit der Recherche, erstens haben wir eh fertige Artikel für dich und vergessen wir nicht, der Bundeskanzler hat 80 Pressesprecher. Was machen die? Die kontrollieren die Journalisten und gleichzeitig bieten sie fertige Geschichten an mit fertigen Zahlen und sagt, das könnt ihr haben. Und wenn das noch immer nicht funktioniert, dann kommt auch der Druck oder eben auch das Geld, indem man sagt, schau, aber dann schalten wir Inserate, aber bitte schreibt dann das.
Wo ist das grundsätzliche Problem, dass diese Regierung, vor allem aber auch dieser Herr Kurz, nicht akzeptiert, was Journalismus ist? Nämlich Journalismus ist Teil der Kontrolle der Regierung. Da die Regierenden, die sollen machen, klar. Und auf der anderen Seite die Opposition soll kontrollieren und die Medien sollen kontrollieren. Aber sie wollen ja nicht einmal, dass wir kontrollieren, siehe Ibiza-Ausschuss, das stört sie auch schon. Und sie wollen auch nicht, dass die Medien kontrollieren. Und das ist so schlimm. Und ich glaube, was auch wichtig ist, weil es oft missverstanden wird, unsere Kritik richtet sich ja nicht grundsätzlich gegen Inserate. Ich meine, Inserate, Neo schaltet auch Inserate in Wahlkampfzeiten, das ist eine Form von Werbung. Aber ich glaube, es geht erstens um die Dimension und zweitens um den Stil. Und ich glaube, da muss man schon auch in Relation setzen. Also wenn man aufs letzte Jahr schaut, zum Beispiel hat Österreich als kleines Land doppelt so viel Geld für Inserate ausgegeben wie die Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, eine Million Euro pro Woche geben wir für Inserate aus. Und das macht mich dann auch so wütend, weil es an allen, natürlich, ja, Geld ist knapp und dann heißt es für wichtige Projekte, wo wir sagen, hey, da brauche ich so dringend Geld und Budget, da heißt dann, na, da haben wir kein Geld dafür. Also ganz konkret fällt mir ein, das Thema psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen haben wir sehr intensiv diskutiert und da habe ich der Jugendministerin ein konkretes Projekt vorgeschlagen. Schauen wir doch, dass in jeder Schulklasse bis zum Ende des Schuljahres ein Workshop stattfindet, wo man das Thema psychische Gesundheit näher bringt mit Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oder Psychologen. Und da war dann halt gleich so, ja, aber das ist schon eine budgetäre Frage. Das wird vielleicht, wenn man das so richtig luxuriös aufsetzt, 100.000 Euro pro Woche kosten. Aber wir geben 1 Million Euro für Inserate aus pro Woche und das ist schon etwas, was, glaube ich, sehr viele junge Menschen auch wütend macht dann. Also man könnte es ja umdrehen, nicht? Und man könnte dann ja auch das durchaus bewerben, dass man junge Leute unterstützt. Wir haben im Forschungsausschuss übrigens ja beantragt, dass man ein begleitendes Forschungsprojekt, gerade für junge Leute auch, macht, über die Auswirkungen der Pandemie, dass zu Hause bleiben müssen, dass nicht in die Schule gehen können, dass nicht Freunde treffen können. Auch da haben wir gesagt, da müssten wir das für die jungen Leute machen. Aber auch das ist nicht genehmigt worden. Und da sieht man, dass einfach die Schwerpunkte falsch gesetzt werden. Aber es ist noch schlimmer, weil du Deutschland gesagt hast. Ich habe lang genug auch in Deutschland gearbeitet, sowohl als Korrespondent des ORF als auch als Geschäftsführer von NTV. Natürlich hat man da auch Kontakt mit Politikerinnen und Politikern. Aber dass ein Bundeskanzler regelmäßig in den Redaktionen Chefredakteur, Stellvertreter, Ressortleiter, Redakteure anruft, und zwar in einer Mischung aus freundlich und unfreundlich und permanent die Geschichten eindrucken will, das wäre in Deutschland völlig undenkbar. Und in Wirklichkeit ist es ja ein großes Schwächezeichen. Worum geht's denn? Der Herr Kurz und seine Leute haben ein Image, das sie sich gegeben haben. Dieses Image muss aufgebaut werden. Er hat immer recht, er weiß alles, er trifft richtige Entscheidungen, er weist mit der Hand immer in die richtige Richtung, egal ob der Herr Trump oder der Herr Macron neben ihm sitzt. Und dieses Image darf nicht beschädigt werden. Und deswegen dürfen die Journalisten nicht darüber schreiben, wenn etwas mal schief geht. Ich habe selbst gesagt, jeder hätte in dieser Lage Fehler gemacht. Aber so wie die Frau Merkel eingestanden hat, dass sie Fehler gemacht hat, könnte man es ja auch. Außer man hängt nur am Image. Und dieses Image muss über die Medien transportiert werden. Und wenn sie es nicht machen, dann zahlt das Steuergeld dafür, das eben den jungen Leuten fehlt. Genau. Und ich glaube, es ist ja auch, also Inserat, das Kritik an diesem, wie wir eigentlich immer sagen, Inseratenkorruption, die gibt es ja schon lang eigentlich. Aber ich glaube, das Problematische bei diesem System Kurz, was da zusammenkommt mit diesen absurden also Summen, die man da für Inserate ausgibt, ist halt, dass er, wie du es gerade angesprochen hast, diesen Wahn hat, alles kontrollieren zu müssen, diese Message Control und Journalisten nicht mehr wirklich frei arbeiten lassen möchte. Und da ist halt einfach dann zu sagen, wenn du diese Geschichte so und so nicht schreibst, dann werden halt die Inserate vom Wirtschaftsministerium, vom Gesundheitsministerium und so weiter, dann werden die halt niedriger ausfallen. Ich glaube, dieses System, dieses wirklich strukturell korrupte System, das muss man aufzeigen, weil die Menschen für blöd verkauft werden. Also genau, und gleichzeitig müsste man Qualitätsjournalismus aber fördern. Und da habe ich beim Kurier, als ich war, haben wir schon immer wieder mit anderen Kolleginnen und Kollegen der Regierung Vorschläge gemacht. Was heißt Qualitätsjournalismus? Na, da kann man schon Definitionen ansetzen, also etwa, dass es ein Redakteursstatut geben muss. Dass Kollektivvertrag bezahlt wird, ist nicht selbstverständlich bei den Medien. Starke Wissenschaftsberichterstattung, weil das für die Zukunft wichtig ist. Auslandsberichterstattung. Der Herr Schüssler hat jetzt in einem Interview auch das Wort wieder von der Verzwergung Österreichs verwendet. Hat früher der Gerd Bacher, der frühere ORF-Chef, auch immer gesagt und hat sehr gefördert, dass es viele Auslandskorrespondenten gibt, weil wir in unserem kleinen Österreich die Dimensionen und die Verhältnisse zur großen, weiten Welt verstehen müssen. Das heißt aber, Korrespondenten in Asien, Korrespondenten in Afrika, in Amerika, um die Welt zu erklären. Das kostet Geld.
Das sollte gefördert werden und dann werden auch die Medien natürlich spannender und das wäre eine qualitative Presseförderung. Wenn man jetzt einen Teil des Inseratengelds nehme und sagt, das gehen wir da hinein, dann würde der Journalismus besser werden, die Ausbildung wäre besser, weil sowas ja auch für die Ausbildung gut ist und das Produkt wäre am Ende besser. Janik, jetzt reden wir ja lang schon von Medienschulung und seit Social Media immer wichtiger wird und auch Fake News in den Social Media immer präsenter werden. Die Frage der Medienschulung, hast du den Eindruck, dass es in der Schule angekommen ist oder noch nicht? Na, überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist, würde ich sagen, eines der größten Defizite, nämlich weil es auch so gefährlich für die Demokratie ist, wenn gerade junge Menschen nicht mehr unterscheiden können zwischen, was ist Fakt, was ist Fake News, was ist Berichterstattung, was ist gekauftes Inserat. Und ich glaube, das wäre eben so wichtig. Also wir Neos sagen immer, man soll mit 15 diese mittlere Reife machen, wo man die Kernkompetenzen irgendwie, wo die abgeprüft werden. Und da ist für mich das ein entscheidender Bestandteil, digitale Kompetenz, Medienkompetenz, das irgendwie mitzubekommen, eben zu unterscheiden können. Ja? Was kommt direkt aus dem Büro Sebastian Kurz und was wurde von einem kritischen Journalisten selber verfasst? Das ist so die eine Seite. Und die zweite Seite ist, würde ich sagen, dass ich mir schon auch warte von der öffentlichen Hand, von Ministerien zum Beispiel, dass sie stärker auch auf diese Kommunikationsplattformen setzen, die junge Menschen auch verwenden. Also ein Best-Practice-Beispiel ist das deutsche Bundesgesundheitsministerium. Die haben jetzt im Zuge von Corona einen eigenen TikTok-Kanal, einen offiziellen vom Gesundheitsministerium, ins Leben gerufen, wo die direkt mit jungen Menschen die Corona-Regeln kommunizieren. Und das finde ich einen besseren Zugang, als dann nach Kurz- und Anschober-Manier zu sagen, reißt euch einmal zusammen, ja, und quasi die Jungen sind an allem schuld. Also das soll ich jetzt auf TikTok gehen? Ich weiß nicht. Ja. Mit dem richtigen Zugang fände ich das nicht schlecht. Ja. Weil es gibt einen deutschen Abgeordneten, der sogar älter ist. Ein FDP-Politiker, der, aber der tanzt dann immer so rum. Also da frage ich mich dann immer, ist das so viel Information oder ist es halt nur Spaß? Aber Spaß muss auch sein, ja? Ja, nein, ich glaube, es ist natürlich schon ein spielerischer Zugang. Ja, muss das sein, schon. Ja. Aber ich poste auf TikTok zum Beispiel auch viele Reden und so, die ich genauso auf anderen sozialen Medien poste. Und ich finde das schon super, weil das sehen junge Menschen, die sonst nicht sehen würden. Und das bekomme ich halt auch ganz oft als Rückmeldung. Hey, das ist so super, wir kriegen etwas mit von Politik. Und ich würde mir halt wünschen, ich meine, es ist super für uns, weil wir können unsere Inhalte transportieren. Aber so ehrlich müssen wir natürlich auch sein. Wir Neos sind ja auch eine Partei, ja? Und das ist natürlich auch nicht die objektive Sichtweise auf die Dinge. Deswegen wäre es gut, wenn man es schafft, auch über solche Kanäle objektiver zu informieren. Ich fände es auch super, wenn der ORF zum Beispiel auf TikTok und auf Instagram ist er, aber auf TikTok zum Beispiel stärker präsent wäre. Also die Medien zu nutzen, die junge Menschen auch wirklich verwenden. Okay, über TikTok reden wir dann noch einmal extra, was ich dort machen könnte und bitte um Beratung. Aber wichtig ist mir jetzt noch dieser eine Punkt, wie die Form der Kommunikation, die Regierung gemacht hat. Was haben Sie denn gemacht? Sie haben sehr stark emotional, hat er kurz erst gesagt, Angst, also 100.000 Tote, jeder wird einen Toten kennen. Dann hat er vom Licht am Ende des Tunnels gesprochen. Dann hat er gesagt, der Sommer wird gut. Dann hat er gesagt, er wird doch nicht so gut. Dann ist der Herbst wieder schwierig geworden. Aber inhaltlich ist nichts drüber gekommen. Und ich weiß von einem Universitätsprofessor, dass sehr wohl diskutiert wurde, ein Informationstool aufzusetzen, dass die Regierung mit der Bevölkerung im Austausch steht. Dass auch die Regierung merkt, wo die Fragen der Bevölkerung sind und dass es aber auch einen Diskurs gibt. Und das wollte die Regierung nicht, weil sie eben diesen Diskurs nicht wollen. Sie wollen, wie von alters her, feudalistisch von oben diktieren, was gemacht werden soll, von oben kontrolliert die Botschaften geben und wollen nicht, dass die Leute mitreden. Und das ist, glaube ich, das wesentliche Problem, weil ja generell eben der Diskurs nicht gewünscht wird, ob im Parlament, in der Gesellschaft, in den Medien, sondern immer nur vorgegeben wird. Das ist eigentlich, dafür, dass das noch relativ junge Leute sind, ein sehr altes Bild von Kommunikation, weil ja auch Kommunikation kommt von Kommunis, haben wir sogar ein Buch darüber geschrieben. Kommunis heißt gemeinsam. Kommunikation kann nur stattfinden, wenn beide involviert sind. Und diesen Grundsatz hat die Regierung bis heute nicht verstanden oder nicht verstehen wollen, weil sie halt kontrollieren wollen und nicht kommunizieren wollen. Aber ich würde sogar vielleicht noch weitergehen und sagen, die Regierung ist sozusagen nicht nur abgeneigt im Diskurs, sondern ich habe das Gefühl, gerade unter Sebastian Kurz, ist ja dieser Stil jetzt vorrangig, Diskurs zu zerstören. Genau. Und ich glaube, das ist wirklich das große Problem. Zum Beispiel, was ich jetzt gelesen habe, das ist eigentlich wirklich schockierend, was du auch gelesen hast, da hat ein
ein Unternehmer hat ein T-Shirt hergestellt, wo er irgendwie sozusagen sich humoristisch mit diesen ganzen Skandalen, die eigentlich gar nicht so lustig sind, befasst hat. Und am Tag darauf hat er eine Finanzprüfung gehabt. Ja. Und das ist ja auch eine Form, wie Diskurs zerstört wird. Also indem man Kritik nicht mehr zulässt, indem man ja vielleicht einfach auch Humor oder Sarkasmus nicht mehr zulässt, indem jegliche Form von Kritik und jegliche Form von anderer Meinung einfach nicht mehr zugelassen wird. Es gab einen Kaffeehausunternehmer, der war sogar Wirtschaftsbund oder ist Wirtschaftsbundmitglied. Da ist auch herausgeholt worden, abgeohrfeigt worden. Das ist auch das System, ich habe das auch schon erlebt und erlebe es immer wieder, dass man einfach sagt, der ist kritisch, auf den schießen wir und den schauen wir, dass wir dem aus dem Spiel rauskriegen, weil sie, und da bin ich wieder beim Ursprung, weil sie einfach Angst haben, dass sie mit ihren Argumenten nicht durchkommen. Also möglicherweise haben sie begriffen, dass sie eben in der Kommunikation zu schwach sind, weil sonst würden sie sich einlassen auf diesen Dialog, also dass zwei miteinander reden und nicht nur von oben kontrolliert verordnen. Und ich glaube, da schließt sich das wieder so schön, weil gerade mit so einer Regierung, die so teilweise ja wirklich schon autoritäre Züge hat, ja, ich glaube, das kann man schon so sagen, da ist diese Problematik mit diesen Inseraten, mit dieser Inseratenkorruption noch einmal so verschärfend, weil die damit noch einmal ein Druckmittel haben, um auf die freien Medien und auf den Journalismus Druck auszuüben. Und ich glaube, das zeigt es ja eben gerade unter Sebastian Kurz, wie gefährlich das ist. Das war davor schon schlecht unter den Vorgängerregierungen, aber die haben ja nicht diesen Stil, diesen wirklich schlechten Stil, den wir kritisieren, den haben die, würde ich sagen, in dieser Form nicht gehabt. Das war schon schlecht genug, aber ich glaube, in dieser Kombination ist das wirklich tödlich. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Heute ging es eben um Kommunikation und um den Stil auch der Regierung von oben zu kontrollieren, anstatt mit den Menschen zu sprechen. Wir freuen uns auf eure Anregungen oder Fragen, Janik. Genau, und zwar unter stilfrage@neos.eu oder hier unter den Kommentaren. Wir freuen uns über eure Rückmeldung zu der heutigen Folge, was euch besonders bewegt, was euch aufregt zu diesem Thema und vielleicht welches Thema in einer weiteren Folge in diesem Format, also was ist der politische Stil, diskutiert werden sollte. Die Stilfrage.